Dann leg mal los, Hase. Okay, erstmal, wir sind hier mit den Orks von Morgoth, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist das denn jetzt hier mal in Deutschland, wenn ihr nicht in Mordor seid? Bisschen warm und sonnig. Viel zu sonnig. Okay. Warm? Das ist hier ganz schön frisch. Ich vermisse meinen Vulkan. Ja, schon, aber die Sonne knallt halt, ne? Das ist eklig. Also ich habe auch gar keine Hautcreme auf, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Das ist Hautkrebs. Boy, that escalated quickly. Okay, hier müssen wir kurz hin. Ich habe gerade die Blicke gesehen. SAE? SAE. Sag mal, was ist die SAE? Ja, wir sind eine private Bildungseinrichtung, ja. In der Medienbranche. Man kann bei uns Game Art studieren oder Games Programming, VFX, Animation, aber auch Music Business oder Film zum Beispiel. Mhm. Also du kannst eine Ausbildung oder ein Studium machen. Okay. Also für alle, die Bock haben. Wir haben Open Campusse und wir haben auch so Workshops kostenlose. Kann man einfach vorbeikommen und mal ein bisschen schnuppern, was wir so treiben. Und was studierst du da? Ich studiere Music Business. Okay, das heißt, du machst hier die großen Tracks. Richtig, ich bin Sängerin auch. Wow, jetzt hau mal raus hier. Was hast du schon alles gesungen? Ich mache eigene Musik tatsächlich. Machst du so Richtung Techno was oder? Nee, ich mache Deutschpop. Okay, was kennt man da schon irgendwas? Ist das schon irgendwo oder bist im du... besten Fall ja. Okay, jetzt sag mal so einen Titel. Camouflage vielleicht. Also ich heiße Emmy, EMY, werde ich geschrieben. Okay. Ich habe zum Beispiel einen Song, der heißt Camouflage mit Nico Suave zusammen. Aber ich mache mittlerweile ganz eigene Tracks. Okay, also ich muss sagen, habe ich bisher noch nicht gehört, aber jetzt habe ich es da gehört. Da hören wir auf jeden Fall mal rein. Ja, bitte. Hallo, Herr Kircher. Ich muss erstmal sagen, ich finde die Polaris super mega toll. Wie viel Arbeit steckt dahinter? Ganze Menge. Ja, das können wir vorstellen. Und vor allem, jetzt sind wir ja auch in einer anderen Location. Ja. Was war so der Grund für den Wechsel? Ursprünglich wollten wir parallel mit der Fontopia stattfinden, die Ahallen braucht durch die Deckenhöhe. Ja. Die wurde dann abgesagt und dann haben wir gesagt, okay, die Infrastruktur hier passt besser zu dem, was wir machen, als drüben. Deswegen sind wir hier geblieben. Ich muss auch sagen, ich hatte mir vor kurzem Muskelfaser zugezogen und die breiten Gänge sind super, dass ich mich auch bewegen kann. Das war wahrscheinlich auch noch so ein kleiner Pluspunkt, dass auch wenn mehr Raum ist für viele Leute. Ne? Ja, das ist ein Beiprodukt davon, dass wir diesen großen langen Gang hier machen können. Aber viel mehr war es die Infrastruktur, alleine Toiletten. Ja. Und letztes Jahr großer zu Recht Kritikpunkt war, drüben gibt es 2 Toiletten, in jeder Halle eine und hier können wir halt in 5 Hallen dann. Das stimmt, das ist mega. Ich bin hier mit Eric Cash. Ja, also heute schon zum 3. Mal hier. Freitag hatten wir schon angefangen, aber das ist auch schon das 2. Mal, dass ich jetzt das Cosplay trage. Ja. Die beste Zeit habt ihr leider verpasst. Da hinten ist noch mein Kenny. Mit Wanda, Cosmo, Timmy und Puff. Hallo Puff. Hi, Puff. Wanda, wie ist die Polaris? Ja, bis jetzt schön, ein bisschen voll, aber ist cool. Ja, auf jeden Fall mal was ganz anderes, ne? Und wie ist das für dich, Timmy? Geil, weil ich habe Elfen. Und bei dir, Cosmo? Ja, lustig, sehe ich sehr viele Gestalten. Ja. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Entschuldigung, können wir euch kurz interviewen? Das Heldennotizbuch. Ja. Magst du was dazu erzählen? Was ist das Heldennotizbuch? Das haben die Mädels konzipiert. Das kann ich dir auch noch nicht so ganz sagen. Das müsst ihr erklären. Erzähl mal, Deko. Das war richtig Deko, ne? Genau. Perfekt. Erzähl mal, Deko, was ist das Heldennotizbuch? Als echter Helden-Nerd sammle ich selbstverständlich von allen Helden oder Leuten mit coolen Quirks Autogramme, weil warum sollte man es nicht tun? Genau, das bringt dann ja auch so ein bisschen ineinander ist das Wort. Und ihr seid heute jetzt mal Hero Akademiker, richtig? Richtig. Okay, super. Ich habe nur 2 Folgen gesehen. Das ist schon eine Sünde allein. Wer bist du? Du bist der Deku, das ist der Hauptcharakter, ne? Izuku Midoriya, aka Deku. Ja. Und allerdings die Female Version davon. Ja, das ist ja auch gegeben. Das kann man ja machen. Was war denn mal die Superkraft von Deku? War der einfach nur stark, oder? Das ist tatsächlich ein Geheimnis. Hallo. Hi. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream. Ja, nee, das ist ja alles Video. Wie läuft's bisher? Ah, das ist Video, ja, dann ist ja egal. Wenn man dann ganz langsam redet, dann könnt ihr das schneller machen am Ende. Und wenn man dann schneller redet, dann könnt ihr dann wieder langsamer machen. Ja, einen richtigen Double Time. Sag mal, können wir ein Foto machen? Haben wir? Hat das nicht jetzt schon 60 pro Sekunde? Ja, das ist ja für die Arbeit. Aber ich bin ja auch Zuschauer. Wir haben doch letztens hier Melone Hibiskus getestet. Ja, perfekt, genau. Ja, du kriegst sowieso mal ein Foto. Wir haben trotzdem das Motto heute, pro Foto ein Reim. Okay. Ich schätze, sollen wir das noch ewig durchziehen? Das können wir machen. Lass mich kurz. Ich muss reimen, ne? Mhm. Lass mich kurz überlegen.
Wir sind auf der Polaris. Das ist mega geil. Wir sind bei Adam und dann gehen wir steil. Sehr geil. Let's go. Haus, Maus. Cool, warte. Was machen wir dieses... Mit meinem Handy, weil das ist jetzt wird's halt, ne, persönlich. So in der Richtung, Maus. Yay, danke schön. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mein Handy entsperrt habe, Leute. Du hast dein Handy entsperrt? Yes. Ich komm kurz rum. Vielen Dank. Schau mal, Anna, hinter dir steht noch jemand, der... Perfekt, danke dir. Perfekt, was für, ja, was, der Beste bisher. Was für ein Holy Marker gibt's heute? Oh, heute geht's in die Hydration-Sektion. Ja. Wir haben Ananas. Auch wieder mit Code Adam? Yes, natürlich. Und für Neukunden Adam 5. Adam 5 und immer den Code Adam benutzen, denn da kann man gleich nochmal ein bisschen sparen wahrscheinlich. 100% immer, ja. Und Ananas gibt's heute und was noch? Oh, später mal gucken, wie wir die Party noch krachen lassen. Alles klar, Adam. Hat mich gefreut und noch viel Erfolg heute. Danke. Super, Alter, Adam. Eric, erzähl mal von einem Eric zum anderen Eric. Worauf freust du dich denn heute besonders? Sag's ja Tag 3, du hast alle Tage auch so genauso mitgemacht wie ich. Ja. Und also worauf freust du dich am meisten? Also heute habe ich mir eigentlich nichts Besonderes mehr ausgesucht. Ja. Ich bin eigentlich nur noch hier, um die beiden Helmköpfe da drüben zu eskortieren. Ja. Aber sonst, ich wollte auf jeden Fall unbedingt nochmal den Rahmen essen. Ja. Kriegt man ja nicht häufig sowas. Ja, ja, ja. Okay, und wer bist du heute? Ja, ich bin Bunny Hero Miroku. Ja, Bunny Hero sieht man auf jeden Fall. Oh ja. Und was ist die Superkraft von ihr? Ich habe alle Fähigkeiten eines Hasen. Ich kann super hoch hüpfen und super schnell laufen. Das ist krass. Und ich bin super stark. Und ich nehme an, du verteilst wahrscheinlich viele Kicke? Ich verteile viele Kicke. Alles klar. Hast du heute schon ein paar Kicke verteilt? Ich habe heute schon ein paar Kicke verteilt. Wer war das Opfer? Der Fotograf. Gut, dass ich noch einen Kameramann habe. Ist gut. Und wie ist die Polaris bisher für euch? Super. Ja, mega. Macht mega Spaß. Und hier? Ich habe es leider nicht ganz verstanden gerade. Wie die Polaris für euch ist? Super. Groß und schön. Findet ihr denn die Polaris? Voll, aber gut. Und was sagt ihr? Ja, besser als vor 2 Jahren war ich das erste Mal hier. Letztes Jahr war ich nicht hier, aber dieses Jahr gefällt es mir deutlich besser. Ja, also... Ist ja recht gut. Viele schöne Stände, nette Künstler. Oh, und Rocky gefällt es auch. Und Rocky gefällt es auch. Der Rocky? Steine ein, Speichel ein, ist er auch rein? Also macht er noch irgendwo hin oder habt ihr den schon gut erzogen? Der ist schon gut erzogen. Er ist noch nicht flügge, darum fliegt er noch nicht. Also. Das ist quasi ein original Hamburger Flugstein. Wo fliegen die denn meist hin? Im Süden irgendwann? Ja, gar nicht weit von hier Schanzen. Also die fliegen gerne in den Süden, aber sie verwechseln gerne mal den Süden mit Fenstern. Ja. Aber das ist dann ja auch einfach nur der Instinkt, das muss man auch zulassen, das ist Artenschutz dann, ne? Ja, eben, ja. Ist sowieso auch mit Fenstern, die töten ja dauernd Vögel, das ist halt schlimm. Deswegen, Steine sind ja auch quasi Vögel. Ich verstehe. Nur anders. Ganz gut, ist das eure erste Polaris oder eure? Von allen, von dir auch? Also Todoroki und ich waren schon zweite Polaris. Okay, die zweite. Und zum Vergleich vom letzten Jahr? Hat sich einiges verbessert, ist auch... größer geworden und es macht wie letztes Jahr auch immer noch sehr viel Spaß hier zu sein. Würdest du das auch sagen? Ich höre das so schlecht. Okay, also ich habe gerade eben gefragt, ob du die Messe zum letzten Jahr vergleichbar geil findest oder würdest du sagen, wow, breite Gänge, cool. Breite Gänge, cool, auf jeden Fall. Alles klar. Und für euch ist das erste Mal. Wart ihr auf anderen Messen schon? Ja, vielen. Auf welchen? Tokomi, Leipziger Buchmesse, Konichi, Elvia, Aachen. Jetzt hör langsam auf, aber vielen, ja. Okay, und wenn du die mal vergleichen würdest, Dokumi ist also the biggest thing in the world, was Anime angeht. Und wenn du die mit der Polaris vergleichst, geiles Gefühl gleich oder würdest du sagen, hier ein bisschen familiärer, auch entspannt? Ich finde es sehr schön hier. Also ich finde es ein bisschen familiärer auf jeden Fall, weil man auch so diese Hallen hat. So. Das Einzige, wo ich sage, ist ein bisschen die Parkplatzsituation, aber ansonsten ist es sehr schöne Hallen, sehr gut aufgeteilt, es ist Platz, es ist schön. Super, kommt ihr alle aus Hamburg? Thüringen. Thüringen. Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Gibt es noch Sachen, wo sie, die sie eigentlich auch lieber dieses Jahr schon gemacht hätten, lieber vielleicht nächstes Jahr kommen? Wo man sich schon ein bisschen was spoilern kann oder steht das noch in den Sternen mehr? Das steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich habe einige Ideen schon. Wenn man hier durchläuft, dann ist man natürlich dann auch schon sehr inspiriert. Aber ich muss da erstmal auch mit dem Team Sachen besprechen und schauen, wie die so meine Ideen angehen. Ich hatte letztens den Podcast mit Paul Stär gesehen, wo sie auch so ein bisschen von ihrem Werdegang erzählt haben. Also vom, sage ich mal, Social Media für Filme und so ein bisschen jetzt hier gelandet. Jetzt auch so persönlich für sie. Das ist ja wahrscheinlich auch eine schöne Erfahrung, jedes Jahr in so viele glückliche Gesichter zu gucken. Was macht das mit einem?
Es hilft, die Schmerzen zu lindern, die die Arbeit zwischenzeitlich macht. Weil es ist natürlich jetzt die letzten 2 Monate sehr, sehr anstrengend. Ja. Und wenn man dann hier hinkommt und das sieht, dann merkt man, dass es das wert war. Weil wenn man nur Hallenpläne kennt und nur auf so einer Metaebene das Ganze plant und dann irgendwann hier steht und sieht, wie es dann aufgebaut aussieht, das ist dann schon ziemlich cool. Das stimmt. Vor allem im Norden haben wir ja sonst nichts. Die Gamevention ist ja abgewandert nach Neumünster. Und ich als Kieler sage immer, so Neumünster ist immer gefährlich, wenn man ankommt. Man weiß nicht, ob man den Tag überlebt. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Dankeschön. Und ich freue mich schon auf die nächste Polaris. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Aber sag mal, warst du auch gestern bei Gronkh oder vielleicht Freitag bei Pizza Meet? Ich habe ja gehört, die Jungs sollen gut ankommen hier. Ja, auf jeden Fall. Die haben das Ganze hier ja auch aus dem Boden gestampft. Ja. Ne? Das ist ja erst das dritte Mal oder was? Das stimmt. Ne? Aber ja, gesehen habe ich sie wohl, aber nur vom Weiten. Ja, ich kam auch nicht so nah ran. Letztes Jahr hatte ich Glück, dass ich mit Gronkh noch ein Selfie machen konnte. War ganz cool, der war in South Park, fand ich ganz nett mal. Hat einen kleinen Abendtrip gemacht. Hast du den da nicht gesehen? Den was? Der war in South Park. Oh, was? Ja. Seit wann das? Also als Synchronsprecher oder was? Nee, der ist einfach rumgelaufen. Der war mein Mom. Und sie hat die Schüssel gebracht. Mom! Schüssel! Du Drecksau! Und ist das eure erste Messe oder seid ihr schon Messe erfahren? Ja, wir sind schon ein bisschen Messe erfahren. Waren schon so Dokumi, Gamescom, Fantasy Basel in der Schweiz und Zürich Popcorn. Ja. Alles klar, und bei dir auch? Ja, wir sind immer alle zusammen an den Cons. Ja. Seid ihr so eine Gruppe? Kann man euch irgendwo finden auf Social Media? Seid ihr die helfenden Elfen? Ah, eine Tanzgruppe. Was macht ihr denn? Macht ihr hier Korea-Tanz? Ja. Ah, ja. Das macht meine Schwester auch. Die verdreht immer die Arme und denkt crazy. Was, macht ihr irgendwie sowas von BTS oder von Monster oder so? Also BTS haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber zum Beispiel so Blackpink. Girlgroups. Ja, also viel Girlgroup. Eher weibliche Tänze. Ja, meine Schwester war bei irgendeiner mal auf dem Konzert. Wie heißt, was ist die bekannteste, die man sie kennt? BTS. Pink? Ja, also, Pink. Ja, Pink. Da war sie in Berlin. Wart ihr auch schon mal auf dem Konzert? Ja, sie war. Erzähl, wie war. Geil. Ich war zweimal. Hab 2000 Franken ausgegeben. Dude. Die geschickte Kombination von Fähigkeiten kann dir in Kämpfen einen entscheidenden Vorteil bringen. Sammle möglichst viele Fähigkeitssamen und entdecke die Kombination. Visions of Mana? Ja. Erzähl mir was über Visions of Mana, ich kenne das Spiel nicht. Ach so, ja klar, kann ich erzählen. Visions of Mana ist von denselben Machern wie zum Beispiel Trials of Mana oder Secrets of Mana, welche klassische RPGs sind. Wow, das ist ja im Osten, das ist eine weite Anreise. Ja. Ich komme aus Kiel, das ist nur eine Stunde entfernt. Ja, gut, das geht. Und wie lange seid ihr jetzt ungefähr gefahren? 6 Stunden? 4,5. Ja, okay, das geht ja, das geht ja. Und Hotel oder einfach nur heute hin und zurück? Ich bleib bei meiner Mount Lady. Ach du, was? Mount Lady, ist das dein Name? Ja. Ach so, ich dachte, ich hatte gerade hier. Erzähl mal, Mount Lady, du bist also Hamburgerin? Ich komme aus Bisping tatsächlich. Wo ist das? Lüneburger Heide. Und ist das in der Nähe? Wunderschöne Lüneburger Heide. Auf der Lüneburger Heide, in dem wunderschönen Land. 45 Minuten Autofahrt über die A7 von hier entfernt. Dann ist das auf jeden Fall in der Nähe. Ja. Und die pennen heute alle bei dir? Nee, mein Buddy. Verstehe. Alles klar. Und wart ihr die letzten 3 Tage auch schon hier? Ja, wir sind Freitag an, sind wir hierher gekommen, weil Freitag mussten wir erstmal Aufklärung machen, wie die Lage ist, ja. Parkplatzsituation auschecken. Ja, die ist ein bisschen kritisch, muss ja, ich ehrlich Ja, das stimmt, zugeben. Das stimmt wohl. Aber ansonsten, ja, meine erste Con. Noch nicht so lange hier. Alles klar, aber ist auf jeden Fall geil, sagst du. Ja, also ich mag die weitläufigen Gänge, ich mag die vielen Sitzmöglichkeiten, gerne mehr davon, es ist immer nice to have ja. Und die Lichtquellen finde ich auch ganz toll. Ja, vor allem, ich kann mir vorstellen, als Cosplay ist es auch mal so ein Problem, einen richtigen Ort zu haben, wo man kurz entspannen kann, ja. Weil ich habe schon mit ein paar Star Wars Leuten geredet und die sagen, Sitzen ist immer ganz schlimm. Einige können ja. gar nicht sitzen genau. Und die stehen ja den ganzen Tag dann herum als Stormtrooper, ist ein bisschen ätzend. Und das größte Highlight bisher auf der Polaris? Das größte Highlight finde ich tatsächlich ist, dass es so viele schöne Artists gibt, also dass die auch wirklich alle so ihre Möglichkeit haben, das alles aufzubauen in Ruhe, man auch wirklich entspannt durch die Gänge schauen kann. Und ich finde die Container besonders geil, muss ich ehrlich sagen, alle liebevoll gestaltet, mit Leuchtung, das ist geil. Das ist auf jeden Fall der Hamburger Flair. Und für dich? Auch Artist Alley und ja, auch dass es so schön aufgebaut ist, dass man immer gleich weiß, wo man was findet. Geil, ich komme nochmal eben zu euch rüber, yeah. Weil ich habe nicht so einen langen Arm, ich bin ein bisschen kleiner. Und für naja, dich das größte Highlight? Erstmal die Leute, die alle hier sind. Wir haben schon Urlaubstage gemacht. Cool. Ah, das ist nett. Ja, ich finde genau. Die Cosplay Corner, der Repairs-Stand, das sind so liebe Leute. Voll.
Und auch, dass sie einen Fotografen haben. Dass jeder, der ein Foto möchte, hingehen kann und ein Foto bekommt. Der EOS Andy zum Beispiel macht ja auch die Fotos. So Deko, jetzt zum Schluss. Was ist dein größtes Highlight gewesen? Einfach Rocky? Hier zu sein, all diese Menschen, all diese tollen Cosplays, die man hier sehen kann, die tollen Menschen, die man treffen kann. Es macht einfach Spaß, hier zu sein. Deku, hab mich sehr gefreut. Bunny war das, ne? Miroku. Miroku? Richtig. Sag doch mal deinen Namen. Todoroki. Todoroki, ja. Okay, alles klar. Mount Girl war das, ne? Mount Lady, okay. Ich bin riesengroß. Ja, das sehe ich. Warte mal. Eieiei. Ja, du bist auf jeden Fall größer. Ich kann noch größer werden, aber besser hier nicht. Ja, sonst stört die Decke ein. Ne? Ja. Alles hat mich sehr gefreut, macht's gut. Tschüss. So, das war doch cool, Alter. Super. Ich sage jetzt mal, ich glaube von dem originalen Trials of Mana Game und Winds of Mana gab es einen circa 20 Jahre Unterschied. Und wie ist das so als Ork? Ist das so das Ding, was man schon immer mal gefühlt hat, ich möchte Ork sein? Oder war es auch mal so, man wacht morgens in Mordor auf und denkt sich, scheiße, ich wäre auch gern Balrog. Weißt du, früher, da war ich auch mal ein Abenteurer, da habe ich ein Pfeil ins Knie bekommen und zack, bin ich jetzt Ork, ist scheiße. Ja, für einiges Ramsch, für mich sind Schätze, ne? Ja, genau. Okay, und seid ihr denn morgen auch noch da? Ich nicht, nein. Ja, wir schon, aber nicht als Orks. Und was seid ihr dann? Ich mache so einen Mischmasch aus verschiedenen Sachen. Ich habe da ein bisschen was grob zusammengestellt, weil das eigentliche Ding nicht fertig geworden ist. Und sie macht was ganz Spezielles. Und was machst du? Ich mache eine phyrexianische Paladinin. Eine phyrexianische Paladin? Ja, aus dem Magic the Gathering Universum. Ach, das ist dann direkt vom Magic selber, von dem Kartenspiel? Genau. Ja, ich war immer Yu-Gi-Oh! Front. Ich hab Karten nie abgezogen, ich habe sie immer nur getauscht. Und Magic hatte ich aber auch so ein Deck mal geschenkt bekommen, weil fand ich immer geil, weil Magic war für die coolen Kids, Yu-Gi-Oh! War für die Grundschüler und Pokémon hat sowieso keiner verstanden, aber man hat sie gesammelt. Aber gesammelt, ich ja, gesammelt. Hallo. Hallo. Hättest du kurz Zeit für ein Interview? Ich finde die schon wieder. Ja, hab ich. Okay. Kylo, wie war die Polaris für dich? Ich fand die ziemlich gut, aber gestern zu voll. Ja, gestern war wirklich sehr voll. Ja. Warst du auf den anderen Polaris-Conventions auch schon? Nee, das ist mein erstes Mal. Und war gut? Ich fand das ziemlich gut, ja. Ja, es gibt ja auch viele von der Ersten Ordnung und noch Überbleibsel vom Imperium. Hast du die mit denen gut verstanden? Ich habe mich mit allen gut verstanden. Die Hälfte kenne ich bereits. Ah, das ist doch gut, wenn man sich denn so findet. Okay. Sag mal, Kai, du bist doch auch in der 501. oder? Das bin ich tatsächlich. Ja, ich habe auch so ein paar Freunde, die sagen mal, das ist voll geil, wenn man sich richtig connecten kann miteinander. Ist das so ein großer Austausch, der dann in der Stadt findet auch? Ich wohne tatsächlich oben an der dänischen Grenze. Da ist es eher weniger. Ich muss immer 4-5 Stunden fahren und deswegen ich verstehe. Ist das zu weit. Aber der Weg lohnt sich. Auf jeden Fall. Bis dann ist es ja auch auf der Polaris. Auf jeden Fall. Alter, das Kylo, ich danke dir. Gerne. Möge die Macht mit dir sein, mit ne? Mit dir auch. Immer. Ich immer eine Karte. Ja, natürlich. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Das sag ich zu jedem. Oha. Das ist ja eine richtige Trading Card. Natürlich. Geil, Alter. Danke dir, Kylo. Okay, oh mein Gott. Super. Okay, weiter. So, Alter. Ich hab die Hälfte nicht verstanden. Aber sag mal, Eric, du warst ja gestern und vorgestern auch da. Gleiches Gefühl oder einfach auch ein bisschen unterschiedlich gewesen? Also, am Freitag war auf jeden Fall nicht so viel los. Da haben wir das doch ordentlich ausgenutzt. Ja. Wie gesagt, wir waren auch zu viert tatsächlich alle unterwegs als South Park. Gestern war einfach die Hölle. Alleine, weil die anderen beiden riesige Cosplays getragen haben. Ja. Eine war als Kaido und mit dem Schwanz hast du einfach die ganze Zeit nur darauf geachtet. Ach, Kaido aus One Piece? Ja, genau. Kaido und G5 Ruffy. Ja. Wir waren auch bei dem One Piece-Treffen auch. Okay, das ist cool. So, und allgemein, ich bin einfach total begeistert, was man hier so machen kann. Ne? Kommst du hier aus Hamburg? kann natürlich weniger oder mehr sein. Weshalb es mich als RPG-Fan, der ich jetzt zum Beispiel gerne Grandia oder so gespielt habe, sehr erfreut hat zu sehen, dass Visions of Mana nochmal ein Spiel bekommen hat. Und hofft ihr heute noch auf irgendwas auf der Polaris, worauf ihr richtig Bock habt? Nicht so viel Geld auszugeben. Ich wünsche mir einfach das Geld. Ja, hier Cosmo, wird der Wunsch umgesetzt? Nein, weil ich suche noch Magic the Gathering-Karten.
Ich glaube, waren die nicht da vorne irgendwo am Eingang da so ein paar Karten? Es gibt nur zum Spielen, aber ich habe keine Karten bislang gefunden. Nur so die Collectibles mit so Multiverse, aber die sammle ich nicht. Ich verstehe, das ist ja schon fast. Das ist auch fast schon ein bisschen diskriminierend entgegen zu Magic. MPG. Und bei euch? Artist-Alley nochmal durchgehen, dann Cosplay Village noch Fotos machen. Ja. Ja, wir müssen noch Gruppenfoto machen und vielleicht noch einen Freund treffen. Ja. Ist das denn hier, wie heißt der noch hier? Wie heißt der beste Freund von Timmy? Ich hab zwei. Ja, erzähl mal hier, der mit der Mülltüte auf dem Kopf. Ich hab seinen Namen vergessen. Ach, Chester? Ich glaube. Und Chester und AJ, genau. Ja, jetzt AJ, kommt ein. AJ. Yes. AJ kommt heute noch, oder was? Mit der Zahnspange. Okay, wer weiß. Wir hoffen, aber hoffentlich kommt nicht Dr. Crocker, ne? Ich hoffe, Vicky kommt nicht. Sie dürfen meine Elfen nicht sehen, deswegen sind sie nicht hier. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist gut. Alles gleich. Dann mache ich mal kurz den hier, damit ich einmal eine Runde machen kann. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Mich auch. Hat mich gefreut. Super. Und dann auch viel Spaß, ne? Danke. Okay, super. Okay, crazy. Ja, ich musste mit dem Namen erstmal wieder zurechtkommen. Ich habe das ja schon länger nicht mehr gesehen, aber da gibt es ja auch eine Neuauflage von, ne? So, wir gehen wieder mal in Richtung Creator-Bereich, weil jetzt brauche ich noch wichtigere Leute als mich. Also, übertragen, wenn sie noch. Moin, Reese, was geht? Hi, servus. Alles fit bei dir heute? Wie ist der Tag hier? Ja, und wie ist die Polaris bisher für dich? Ich finde, es ist eine sehr geile Messe, sehr entspannt, die Leute sind sehr cool drauf. Also es gefällt mir echt sehr, sehr gut. So gut, dass ich gesagt habe, ich schlendere einfach nochmal drüber ein bisschen und guck mir nochmal an. Und bei der ersten Polaris warst du ja auch dabei, wenn du mich erinnerst. Genau, bei der allerersten, ja. Und letztes Jahr nicht, ne? Letztes Jahr nicht. Ich habe auch überlegt, weiß gar nicht warum, hat sich nicht ergeben. Aber das ist natürlich ein krasser Unterschied zu sehen von der ersten zu jetzt, wirklich sehr nice. Das stimmt. Und nach der Edeltour, die ja wirklich sehr gelungen wieder war. Ja, und auch sehr actiongeladene Szenen hatten, sogar mit einer kroatischen Mafia. Ja. Vermutlich. Wir hoffen einfach mal das Beste. Vielleicht haben sie auch nur verfahren, wer weiß er schon. Ja, also irgendwas wollt ihr schon von uns, ne? Aber wer weiß was. Aber nach dieser ganzen Action ist die Polaris auch eine gute Abwechslung mal wieder, ne? Stimmt, aber ich merke auch, dass ich noch nicht erholt bin davon. Also wir sind ja zurückgekommen, ich glaube 2 Tage später bin ich schon nach Hamburg wieder. Also ich bin auf jeden Fall noch sehr K.O. und freue mich auch wieder auf zu Hause und auf mein Bett. Ja, und da bist du wahrscheinlich bald da, ne? Ja, also heute geht's wieder zurück. Okay, Reese, hab mich sehr gefreut. Hey, vielen Dank. Können wir noch ein Bild machen? Ja, klar, gerne. Perfekt. Jetzt komme ich in den Fanmodus. Ja, alles easy. Meine Stimme lässt so langsam auch nach. Nein, ich komme aus Niedersachsen in der Nähe von Oldenburg. Ja, das ist aber auch im Norden. Das kann man noch so sagen. Ja, genau. Ich komme aus Kiel. Das ist noch weiter Norden, das ist echt in Norden. Der Unterschied ist halt, bei uns sagt man nur Moin. Bei den Hamburgern ist das Moin Moin. Also das ist schon zu viel. Ja, eigentlich sagen wir auch in Kiel auch Moin Moin. Das ist immer so ein Battle, Hamburg versus Kiel. Aber am Ende sind wir ja gleich. Aber du hattest auch so ein bisschen weiter Anreise, ein bisschen, auch eine Stunde oder? 2,5 Stunden oder was sind wir jetzt gefahren. Hotel haben wir ein bisschen außerhalb. Wir sind auch jetzt fast eine halbe Stunde hierher gefahren. Mhm. Je nachdem, wie der Verkehr ist natürlich. Ja, das, ne? Ist immer Arsch hier. So, aber sonst einfach, ne? Davon lasse ich mir immer die Laune nicht verderben. Ne? Und ich bin total begeistert. Ich habe auch schon jede Menge Fotos selber gemacht, weil klar, ne, ich bin ja nicht der einzige Cosplayer hier, wer hätte es gedacht. Und ich werde mich heute auf jeden Fall auch noch weiter bespaßen lassen. Ne? Ja, es wird auf jeden Fall geil. Ja, ich habe der Cosplay gesehen und dachte, boah, das ist ja erstmal mein Highlight, weil South Park geht ja immer, ne? Guckst ja, auf du, jeden Fall. Wie lange guckst du South Park schon? Tatsächlich nicht so lange. Ich hatte, ja okay, vor 10 Jahren oder was hatte ich damit angefangen. Ja. Aber da war ich ja schon 18. Ja, dann darf man das ja auch. Vorher hat das, sagen, ne? Vor das keiner geguckt, ne? Niemals. Also, aber ich feiere die Serie total. Ja. Ne, einfach, das ist so quotable. Und ich finde auch, je nachdem, was für einen Kontext diese Episode hatte, finde ich, das ist halt auch gute Satire. Das stimmt. Ne? Und ich finde auch, sie gibt auch manchmal auch ein paar gute Werte mit. Klar, wenn man den Kopf rollt, dann ist das so. Das ist aber eine tiefere Metapher. Ne? Das ist einfach so. Und ich finde auch, zum Vergleich zu neueren, sag ich mal, Comedy-Serien, Rick und Morty ist geil, so keine Frage. Auf jeden aber Fall. South Park ist halt so ein OG-Ding wie Simpsons oder Family Guy geht auch immer. Aber ich finde, South Park bringt immer noch ein bisschen mehr was mit. Ja, genau. Also ich finde halt auch die Themen, die behandelt werden. Wobei ich sagen muss, ich hatte vor kurzem angefangen, die Simpsons zu sehen und die haben es tatsächlich alles schon vorher einmal gehabt. Ja, das stimmt. Aber naja, ne, ich weiß, wenn du keine Frage mehr hast, ich würde euch sonst noch was wünschen. Ja, was willst du uns wünschen? Viel Spaß, ne? Lasst euch noch das gut gehen und ich hoffe, ihr findet noch ein paar mehr Leute, die... Natürlich, Eric, ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Wie heißt du eigentlich mit richtigen Namen, Eric? Jonas einfach. Jonas, ich bin Leon. Komm, wir machen und aufladen. Oh mein Gott, das war richtig dickes F. Naja gut, Jonas, mach's gut. Ja, danke. Okay, weiter geht's. Okay. Ey, Mann, das war Eric. Eric Cartman. Cool, dass ich meinen Bruder hier getroffen habe. Das war echt lustig. Das ist echt lustig gewesen.
Lieblingscharakter aus Herr der Ringe irgendwas? Orks? Ich muss Sauron sagen, der guckt zu. Ich sag Gimli. Ja, auch geil. Gimli und Legolas-Szenen sind immer die besten. Es gibt doch ganz besser auf YouTube. Ich muss ja gestehen, Gimli und Legolas in Kombination. Die beste Szene, wo sie da auf Helms Klamm stehen und dann so, soll ich dir eine Kiste holen? Ist jetzt zwar von einem chinesischen Studio outsourced worden, allerdings hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Man spielt hier einen Protagonisten am Anfang, der da mit seiner Kindheitsfreundin unterwegs ist. Ja. Und dann immer mehr und mehr gibt es dann neue Bekanntschaften und es gibt in dem Gameplay insgesamt 8 verschiedene Klassen. Alter Bender, was machst du denn hier auf der Polaris? Ja, einfach mal gucken, was man hier machen kann. Und sonst mache ich mir nachher eine eigene Convention mit Blackjack und Nutten. Oh, geil. Wir haben vorhin Cartman gesehen. Was würdest du Cartman jetzt sagen, wenn du ihn hier sehen würdest? Leck mir den blanken Hintern. Oh, geile Scheiße. Was ist heute noch dein Highlight, was du erleben möchtest, Bender? Ja, wahrscheinlich so hinten den Cyberdome, da nochmal zur Mainstage, die Leute nochmal sehen. Und gestern war es Pizmeet. Gestern war es Pizmeet. Hast du gestern Peter gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Warst du bei Alle gegen Hamburg? Am Freitag? Ja. Da wollte ich gerne hin, kam ich aber nicht rein. Oh, das ist scheiße. Die wollen mich nicht da Sachen ausleihen lassen. Das verstehe ich gar nicht, Mann. Ich hätte sie vorhin reingelassen. Ich war da. Wir haben so ein fettes Poster bekommen. Ah, wie geil. Mann, Alter. Wo hast du das denn? Das habe ich jetzt zu Hause, Bender. Aber das kann ich dir per Post schicken, ja? Ja, das ist gut. Sag mal, wie geht's der ganzen Crew zu Hause? Ja, Frei geht's gut. Lila bestimmt auch. Aber weiß ich nicht. Aber mit Frei kann man ja auch mal schön eintrinken. Wie geht's den alten Languste? Ja, wahrscheinlich gut, ne? Den Doktor. Ja. Ja, nicht, dass er sich wieder paaren möchte, ne? Ja, hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich nicht. Die Sau. Sag mal, und warst du die ganzen Tage da, Bender? Ja, nur den Freitag konnte ich leider nicht. Alles klar, aber auf jeden Fall warst du on the road, ne? Ja, natürlich. Geil, ja, ne? Geil, Bender. Mal gucken, was es hier so gibt. Ja, Bender, ich würde sagen, ich wünsche dir noch viel Erfolg. Ja, ich dir dass auch. Dass du noch eine geile Messe hast. Bender, wie heißt du eigentlich? Ja. Bastian. Askian? Bastian. Daskian? Bastian. Ach, Bastian. Ich habe heute so exotische Namen gehört. Das war deswegen Dasti. Bastian, oh Gott, Bastian ist doch so normal. Also nicht, dass du nur normal bist, du bist cool, Mann, Bastian, aber gestern hieß eine Bunny, okay? Dann dachte ich, wo bin ich denn jetzt gelandet? Aber alles klar, danke, Bastian. Das ist doch mal eine Ghetto-Faust. Super, okay, alles klar, Alter, was? Jo, wie bitte? Wo finde ich dich? Achso, gut, pass auf, ich mache mich kurz nackt. Okay, jetzt haben wir auch, ey, guck mal hier, Alter, ND5, Junge. Das ist ein BX-Kommandodruide. Crazy. Die Dinger sind scheiße gefährlich. Die haben viele Klone umgebracht. Rest in Peace, Mann. Wer gewinnt? Das wissen wir noch nicht. Also wir hoffen natürlich, dass ich gewinne. Aber meine Frau, die ist so manchmal ein bisschen krass unterwegs. Ne? Also, nein, die hat auch nicht eine gegeben, ne? Ja, die hat mir so dermaßen gerade eine verpasst. Also, das ist wie zu Hause, weißt du? Wenn du die Küche nicht sauber machst, du kriegst halt einfach in die Fresse. Also ja, das meine Taktik ist ja einfach Wiesenmann. Ja, ja, also vielleicht trifft man mal einen richtigen Knopf. Ne? Siehst du, der Buttonsmasher? Ne? Ich bin ja. So der. Hat geklappt. Ja, das stimmt. Ich bin meistens so der etwas strukturiertere Typ. Mhm. Ein, zwei Kombos und so. Was machst du beruflich, wenn du der strukturiertere Typ bist? Heimkinos. Da muss man auch strukturiert rangehen. Ansonsten fällt die Leinwand runter, ne? Völlig richtig. Ne? Alles klar. Und heute erster Tag auf der Polaris? Nein, tatsächlich unser zweiter. Für mich ist heute, so wie bei euch, auch so der Videodrehtag. Aber ach Mensch, du bist auch so wie... Ach, genau, deswegen. Ja, genau, deswegen. Perfekt. Läuft das hier alles gerade live oder was? Nein, oder? Also sie ist meine Kamerafrau. Ah. Und wir machen dann aber später noch ein paar Videos. Perfekt. Wir wollen noch ein bisschen die Con genießen, mal sehen. Ja. Das erste Mal Polaris für uns tatsächlich. Und bis jetzt eigentlich ganz cool. Also ich finde sie klasse bis jetzt. Ich finde den Bereich hier total geil. Und ja, ich gucke einfach nicht hin, während ich sie platt mache. Das geht ja, das ist auch so eine Blindenführung für später, ne? Ja. Wir spielen halt auch sonst auf Xbox, ja? Also ja, das ist auch, also ich sage auch so, wie es... Also sonst spielen wir auf Xbox. Ich bin nicht so der PlayStation-Fan. Und, ja, ja, das hat Sony jetzt einfach mal nicht gehört. Ja, deswegen kriege ich auch die Krise bei den Controllern. Aber bei mir ist, glaube ich, die Verbindung von Wireless gerade abgekackt. Das ist natürlich Arsch. Und gibt es denn viele Leute, die auch so schon, sag ich mal, so ein bisschen Selfmade-Musik machen bei euch? Oder auch viele, die einfach so bei einer großen Musikfirma so ein bisschen reinstarten wollen? Also wir haben ja zum Beispiel Audi Engineering auch. Mhm. Da gibt es auch viele, die dann später Produzenten werden beispielsweise. Ja. Aber Music-Business-Studenten wie ich gehen dann eigentlich immer tatsächlich eher in die Industrie. Also dann wirklich zu einem Label oder zu einem Verlag, zu einem Vertrieb oder so. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch bestimmt auch alles ein bisschen, sag ich mal, stressig ab und zu, wenn man
sag ich mal, als selbstständige Person will man ja auch Sachen ordentlich und richtig machen. Ich weiß das ja auch. Wenn ich im Videoschnitt bin und mich das Video noch nicht so ganz überzeugt, dann hänge ich immer 3 Stunden dran. Ist das im Musikbereich genauso? Ja, ich glaube, das hast du in vielen, ja, vielen Bereichen. Aber man will ja dann auch alles da reinstecken. Ja, ne? Das soll ja auch perfekt werden. Ne? Ja. Ist ja, also Perfektionismus ist dann fast schon tödlich so ein bisschen. Aber das ist so, wenn man Spaß hat bei dem, was man macht, und das habe ich auf jeden Fall. Weil ich hatte einfach Bock darauf. Ich wollte wissen, wie die Industrie dahinter funktioniert. Mhm. Und ich wollte das verstehen. Und deshalb mache ich das auch alles gerne und macht mir auch Spaß. Und dann rennt die Zeit auch. Perfekt. Und seid ihr nur in Hamburg, oder? Nee, wir sind tatsächlich, haben 10 Standorte in Deutschland. Ja. Und wir sitzen jetzt hier heute in Hamburg und wir sind zum Beispiel im Bunker an der Feldstraße, St. Pauli direkt. Achso, ja Mensch, das ist ja eine ordentliche Stelle. Ja, ja. Ich fange übernächste Woche an zu studieren, aber Echt? Nicht bei der SAE, sondern in Kiel an der CAU. Geschichte und Politikwissenschaften. Geschichte und Politikwissenschaften, ja, ja. Wahnsinn. Gebildet ist der Herr hier. Alles klar, Amy. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Viel Spaß und euch. Ich hoffe, hier noch viele neue Studenten zu bekommen. Ja, unbedingt. Wenn du noch einen Stift oder einen Schlüsselanhänger Naked haben möchtest. Naked? Ja. Ich habe meine Häkel-AG gemacht. Ja. Es hat zwar nur für eine 4 gereicht, aber vielleicht kriege ich jetzt eine 2 hin. Nimm doch einen zweiten mit, falls du einen Cosplayer triffst, der wo irgendwie. Ja, stimmt. Ja, ja, hier sind ja viele Cosplayer. Ja. Danke, Amy. Ciao. Tschüss. Okay, Amy. Crazy. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Alter, die Neger sind aber auch krass, ne? Ja. Aus was sind die gemacht? Plastik oder? Ja, die sind plötzlich aus Plastik. Crazy. Das sind umgearbeitete Halloween-Handschuhe. Okay, das ist krass. Also auf dem hier Frankfurter Hauptbahnhof, da wird es auf jeden Fall die Kup verteidigen können. Das stimmt. Das stimmt. Alles klar, Dankeschön. Alter, der Morgenstern ist aber auch krass. Ist das aus so einem Shop, oder? Genau, das ist ein Labstegel. Das ist geil. Macht ihr auch Lab, oder? Nee, wir sind eigentlich tatsächlich eher als Walking Acts unterwegs auf Anotopia oder dem MTS, was man kennt, sind glaube ich die 2 bekanntesten. Du hast mal nachgemacht? Genau, ich bin Laper seit über 15 Jahren, aber inzwischen auch seit 3 Jahren gar nicht mehr. Das ist crazy. Ich mache meist eine EP online, aber Lab dachte ich mal, könnte cool sein. Ist das anstrengender, als wenn du jetzt vor Ja, deutlich, weil du halt den ganzen Tag unterwegs bist und immer in der Rolle bleiben musst und so weiter. Das ist halt dann hier so als Walking Act ein bisschen entspannter, dass du auch mal irgendwie 10 Minuten die Maske absetzen kannst. Mhm. Das ist halt im Lab, da bist du halt immer ansprechbar. Und da musst halt du immer in der Rolle sein. Das ist wie ein Blockbuster. Genau. Nur in echt. Genau. Alles klar, Jungs. Hat mich sehr gefreut. Macht's gut. Jo, tschüss. Und ihr dreht später noch Videos. Was war denn gedreht? Ich mache alles so im Anime-Nerd-Content-Bereich. Also ist ja passend hier. Richtig, richtig. Also wie 3 Dinge. Machen dann noch 3 Dinge, die man nicht tun sollte, wenn man auf einer Convention ist. Noch ein paar Shake-Minded-Characters, ein paar Cosplayer noch filmen. Also das übliche Programm. Das übliche Programm, nur mit mehr Schaum und Witz. Ja, ja, das ist gut. Das sage ich auch immer. Ich bin immer wie die Tagesschau, nur geiler. Ja, das ist perfekt. Ja, das ist ein gutes Statement. Aber sag mal, wie heißt du denn in der Social-Media-Welt? Benji, also B-N-J-I, unterstrich, unterstrich, S-O-N. Also San, Benji-San. Okay, ich kenne auch einen Benji Ewald, aber das bist du auf jeden Fall nicht. Nein, das bin ich nicht. Alles klar. Aber wie ist denn euer Name? Also, warte, ich muss mich entblößen. Oh ja. Geil. Das ist... Ich muss davon ein Foto machen. Das ist ein Anblick, das kriegt ihr nie wieder. Das kriegt ihr nur auf der Polaris. Alter, das ist ein ganz altes Star Wars Game hier. Crazy. Hallo. Hallo. Seid ihr live? Wir sind. Nee, ist nur Video on Demand. Aber willst du was loswerden? Nö, dann alles gut. Okay, wieso? Was wäre jetzt, wenn ich live gewesen wäre? Ich hätte dich gefragt, so Livestreaming-Fragen gefragt. Also ich. Also okay, ich kann dich auch andere Fragen. Also ich fragen. Bin auch mal live, also du kannst raushauen. Auf YouTube oder Twitch? Auf YouTube und auch auf Twitch. Wie viele Zuschauer hast du immer so durchschnittlich? Boah, das kommt mal so mal 20, 30, 40, das ist unterschiedlich. Und seit wann hast du angefangen? Boah, richtig Streaming und YouTube schon seit 2015, aber so professionell seit 2020. Ja, ich bin der Beste, den sie kriegen. Wow, 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 wow! Mal offensiv, defensiv oder auch als Support. Und von den 5 Spielbahncharakteren hat jeder seine eigene Rolle und alles. Das ist sehr vom Gameplay her faszinierend. Alles klar. Und wie heißt Benji mit richtigen Namen? Auch Benji? Benji. Alter, Benji. Und du bist? Aki. Aki und Benji. Alles klar. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke, und euch auch. Check me and the character. Achso, warte. Wenn wir das jetzt auf Benji abmachen müssen, dann ist es mehr oder minder so. Okay, check me and the character. Ja. Ja. Nett hier auf der Polaris. Ja, nett, ne? Nett hier, du. Okay, mal Benji, Benji, machen wir mal einen kleinen Klapp. Oh mein Gott. Wir müssen mal von unten. Das muss locker raus. Okay. Wie Kamehame? Lass Kamehameha schreien. Kamehameha!
3 Minuten Aufmerksamkeit und schon sind wir in Vergessenheit geraten. Ja, okay, alles klar, Benji, mach's gut. Ciao. Okay. Okay. So, ich hätte Angst, dass ich mir meinen Muskel wieder reiße. Und du willst auch anfangen, oder wie? Ich stream schon. Achso, was streamst du? Ich habe gestern EA hier gestreamt auf der Messe. Sonst stream ich so Just Chatting oder Gaming. Ich spiele zum Beispiel gerade mit Evil Dynasty. Ach, das ist hier, ist das nicht so ein Hack-and-Slash-Spiel? Nein, das ist ein Survival-Game. Das ist dieses. Medieval-Survival-Game. Ja, Medieval-Survival-Game. doch, das ist, das gibt's auf Steam, ne? Ja. Ja, das kriegt es. Das sieht ein bisschen aus wie Kingdom Come Deliverance. Wenn du das kennst. Nicht, nein. Ja, das ist auch ein Mittelalter-Spiel. Und wie ist Medieval Dynasty? Cool. Ja? Richtig cooles also, Spiel, ja. Also du würdest sagen, das empfiehlt sich selber zu spielen? Oh, ja. Empfiehlt sich selber zu spielen. Ja. Und wie war gestern so der Stream? Boah, sehr krass. Auf einmal waren so 5-6 Streamer auf den Haufen. Ja. Alle haben sich gegenseitig die Kamera ins Gesicht gehalten. Ja, das kennen wir. Ja, das war so witzig. Und wie heißt du auf Twitch oder YouTube? Koralle13. Koralle13, das ist Korall, ne? Das, ich nehme an, oh, das. Oh Mann! Hast du, ne, den hörst du auch nicht zum ersten Mal, ne? Den höre ich tatsächlich erst zum zweiten Mal. Ernsthaft? Das ist aber schon eine Schande eigentlich. Wir sagen jetzt Korall! Was für ein Schwert wird's? Das von Kirito. Kirito? Wahrscheinlich werde ich gucken, ob sie eins von Cloud haben aus Final Fantasy. War das nicht so fetter Schlüssel? Nein, das ist Kingdom Hearts. Ah ja, stimmt, da war ja was anderes. Cloud hat dieses 2-Meter-Ding. Alter, crazy. Aber ich sehe ja auch noch One Piece-Dinger. Ist das auch was für euch? One Piece vielleicht. Und bei dir? Wahrscheinlich auch One Piece dann eher. Alles klar. Und ihr seid? Kevin, aka Stray. Aka Stray, bist du auch ein Content Creator? Ja, ein bisschen auf Twitch. Und erzähl mal, was machst du? Ich spiele Story Games auf Twitch. Ja, also, komm mal kurz hier, dann seht ihr auch die Kamera. Du spielst Story Games auf Twitch? Ja, genau. Also hier alles von LucasArts ein bisschen oder was macht ihr? Alles Mögliche und versuche halt Platin-Trophäen zu handeln. Okay, darf Platin-Trophäen handeln, das ist immer gut. Vor Jahren war ich, bevor Corona kam, war ich Convention-YouTuber. Alles klar, und geht's jetzt wieder los mit den Conventions? Oder? Ich versuch's. Oh, was ist hier? Hallo, die Kollegen, guten Tag. Moin. Was geht ab? Was wird hier? Ach, hier, Dizzy Boys. Genau, ja. Okay, ihr seid die Dizzy Boys? Genau. Korrekt. Wer bist du, mein Großer? Ich bin Alexander Zock. Ich mach mal kurz die Tippen frei, wollte ich gerade was sagen, aber geile Scheiße. Und ihr auch mit hier Mikrofon, guck mal, die Dinger wollte ich auch holen, ne? Ja. Da hat dann hier Vistaprint gesagt, oder wo auch immer das war, 200 Stück Anfertigung. Ich so, ich will doch nur eins haben oder mindestens zwei. Eins gibt man nicht, ja. Ja, das ist immer crazy. Aber erzählt mal, ihr seid, ist der erste Tag oder dritte Tag? Erster Tag. Der erste Tag, ja. Oh Mann, ich bin richtig verwirrt. Komm, wir waren gestern noch auf der Feuerwehrmesse. Warte mal, ich gehe eben in die Mitte zu euch, wenn das okay ist. Perfekt, super. Feuerwehrmesse? Ja, bist du bei der Freiwilligen Feuerwehr? Nö, wir haben uns einfach nur Feuerwehrautos angeguckt, aus Interesse. Okay, und war geil? Es war unglaublich cool. Das war ein Kindheitstraum. Waren da auch so amerikanische Karren? Nein, alles was Deutsches. Okay, aber die amerikanischen Dinger sind geil. Wenn die ihre Feuerleiter ausfahren, ne, das ist immer nice. Selbst die deutschen Karren sahen krass aus. Ja, natürlich. Also wir sind ja auch das Autoland, das ist ja klar. Ich bin gerade erst angekommen tatsächlich. Erster Tag? Erster Tag. Okay, was erhoffst du dir für heute? Ein schönes Katana. Ein schönes Katana, da vorne ist ja der Shop, ne? Ja, und ich habe noch einen hinten geben, deswegen... Das stimmt. Ja, der hinten ist auch ein bisschen geiler, muss ich sagen. Geiler. Die haben da auch so richtig fette One-Piece-Schwerter von Zorro, alle. Ja, sehr alle gut. 13 Drachen. Genau, danach halt ich auch schon. Oha, was für ein Schwert willst du haben? Sowas in der Richtung Zorro wäre schon ganz nice. Eher gucke ich aber nach Bleach tatsächlich von Toshiro, so das Schwert, Kenpachi irgendwas. Oh, Bleach habe ich nie gesehen, ne? Ich habe bei Maipokito alles gesehen, außer Bleach. Aber Bleach ist ja so ein Ding wie One Piece und Dragon Ball, das ist so der Shonen-Jump schlechthin, ne? Du sagst, damit muss ich noch anfangen. 100%ig. Was sagst du, wie viele Folgen hat der Anime? Das ist ja auch ziemlich mal die Standardfrage für so One Piece-Fans. Also ich bin ja jetzt selber noch dabei, ist ja jetzt gerade der neue Arc, der weitergeht. Ach, das läuft immer noch? Ja, natürlich. Okay, crazy. 16 Staffeln so und dann der 1000-Year-Blood-Arc, da sind noch mal 3 Staffeln. Die sind ein bisschen kürzer, aber lohnt sich auf jeden Fall. Gandalf der Blaue, wie kamst du dieser Ehre? Hey, ich bin Gandalf. Das ist Gandalf der Blaue. Was? Ich bin sein kleiner Bruder, er redet nicht gerne über mich. Super. Was ist das für eine Ausstrahlung, die von Gandalf dem Blauen ausgeht? Positiv auf jeden Fall. Kann man gut recyceln. Auf jeden Fall. Erzähl mal, was machst du hier auf der Polaris, Gandalf? Ja, mir wurde gesagt, hier kann man Spaß haben. Und, Gandalf, hattest du ein bisschen Spaß? Bis jetzt war gut. War bisher ordentlich blau geworden? Ich habe leider gestern Gronkh verpasst. Den habe ich letztes Jahr erwischt. Schade. Ich wusste nicht mal, dass er hierher kommt. Ja, der hatte gestern so mich im Blüten, der war ja noch auf der Bühne.
Okay. Echt, der war auch noch auf der Bühne? Ja, 18 Uhr war das, glaube ich. Echt jetzt? Ja. Um 18 Uhr bin ich von der Bühne weggegangen. Das ist crazy. Oder auf welcher Bühne war er? Auf der großen Mainstage. Hä? Da war ich eigentlich um 18 Uhr. Oder kann auch sein 19 Uhr, aber auf jeden Fall okay, war er noch auf der Bühne. Okay, vielleicht 19 Uhr, vielleicht 19 Uhr. Nee, aber okay, der war ja da und Pete Smith lief ja auch rum. Ne? Ja, das wäre. Aber 16.30 Uhr gibt es da mal so ein YouTube-Fortbildungsding oben im Creator-Bereich. Also wenn du da ein paar Leute abgreifen willst, einfach an die Treppe stellen, die müssten alle runter und raus. Das, oh, welche Treppe? Ja, bei der Niotaki-Area, da sind ja diese Rolltreppen, ne, wo doch immer vorne einer steht und sagt, hast du einen Pass oder nicht? Ja. Da ist der Creator-Bereich, da einfach immer ein bisschen rumstehen. Gestern, wann, um wie viel Uhr? 16.30 Uhr geht da, glaube ich, das nächste Fortbildungsding los. Ah, gestern war das auch. Infos. Ja, ja, ja. Letztes Jahr war das bei den Toiletten. Letztes Jahr war das bei den Toiletten, aber jetzt sind es andere Hallen. Das musste ich erst herausfinden, aber ich habe überall meine Spitze, ne? Das ist ganz gut. Und wie lange streamt ihr jetzt schon? Heute? Wir sind jetzt seit 3 Stunden, also wir sind jetzt von Berlin nach Hamburg hierher gefahren, haben auf dem Weg gestreamt und jetzt hier die ganze Zeit. Alles klar. Mal gucken, vielleicht auch noch die Rückfahrt. Ja, mal gucken. Und Dizzy Boys, wie lange gibt's euch schon? Seit 3 Monaten haben wir den Channel. Crazy. Also sehr, sehr frisch. Und wie läuft's? Wunderbar. Das ist geil. Man sieht auch, es ist auch mal schön, wenn man zusammenarbeitet. Ne? Das ist immer geil. Ich bin immer meist solo unterwegs. Also wenn ich hier am Messen bin und mit meinem Vater, der ist der Kameramann, weil der kostet halt nichts. Das ist halt mit in der Familie, das war drin, als ich geboren war. Das ist halt ganz geil. Und es ist ja schön, wenn man hier so ein bisschen zeigen kann. Und ich finde es auch geil, dass ihr auch ein bisschen die Messe zeigt, weil die meisten, also jeder kann IL machen, wer möchte, die meisten zeigen immer nur sich, aber nicht die Messe selber. Und das ist ja das Spannende. Ne? Das stimmt. Und wie läuft es mit den Interviews? Ich sehe, du bist ja voll dabei. Du bist der Interviewpartner, du bist der Kameramann. Genau, ne? Wir wechseln mal so. Heute ist es so rum, weil er noch ein bisschen Kamera-Movement lernen möchte. Deswegen machen wir es halt auch. Ja, das ist wichtig, ne? Das ist, genau. Muss man drauf haben. Wir haben gerade einen Hype-Train. Das ist doch mal eine Hype-Train. Level 2. Macht mal Level 3 voll. Level 3. Ja, und wie viele Interviewpartner hattet ihr heute schon? Wir sind gerade seit 5 Minuten ungefähr hier. Okay, bin ich jetzt der Erste, oder was? Ja, wir wollten jetzt erstmal so einen kleinen Flimmertest machen, weil manchmal sind diese hellen Lichter ja ein bisschen kritisch. Ja, das ist immer ganz schlimm. Einen guten Flimmertest und der ist, glaube ich, jetzt bestanden und jetzt können wir loslegen. Ja, dann geht es auf jeden Fall richtig ab. Und was steht heute noch auf dem Plan? Henkes Corner. Henkes Corner. Henke? Ja, der ist ja da vorne direkt, ne? Echt? Ja. Ey, ich will doch nicht länger aufhalten. Ey, sag mal, das war cringe, egal. Das war wirklich cringe. Warte, wir machen nochmal kurz ein bisschen Aufladen. Und zack. So, wie ist denn mein richtiger Name? Flo. Flo. Und du bist? Ich bin der Kai. Alter Kai. Bester Mann. Okay, Jungs. Viel Erfolg. Achso, das dürfen wir aufstrahlen auf YouTube. Ne? Überall, perfekt, alles klar. Macht's gut, Jungs. Vielen Dank. So, muss man ja mal fragen, aber eigentlich mal vor. Die Dizzy Boys. Seid ihr für die Synchronsprecher heute auch hier? Ich habe gesehen, dass es so einen Teil gibt. Wenn wir das alles schaffen heute, ich weiß ja nicht, wie groß das ist, dann gucken wir uns das auch sehr gerne an, weil das gehört dazu. Also da drüben sind noch 2 weitere Hallen und dann ist oben noch ein Retro-Flohmarkt und auf der anderen Seite ist noch so ein bisschen Gaming und auch so ein bisschen für die Creator so ein bisschen was. Auf jeden Fall mega geil. Ja, hier laufen ja auch einige Content-Creator rum. Ach, wirklich auch? Ja, ja, die sind da vorne ist der Eingang, da kommen die immer alle runter. Gronkh war gestern zum Beispiel da, Pete Smith und Ruffy, ich weiß nicht, ob du Ruffy kennst. Ja, sicher, da der läuft die auch ganze rum. Zusammenfassung. Ja, sehr nice. Und der hält später auch noch eine Rede, also so ein bisschen einen kleinen Vortrag. Da vorne da drüben beim Creator-Boy, da kannst du easy Fotos machen. Sehr nice. Das also das kann ich auf jeden Fall noch geben. Alles klar. Und dein Name? Max. Max, alles klar, Max. Hab mich sehr gefreut. Mich auch. Und dann sehen wir das Ganze auf YouTube und ich wünsche euch viel Erfolg. Super, danke. Mach's gut, tschüss. Geh weiter. Ja, war doch schön. Das war der Max. Sag mal, was ist denn hier mit den anderen Zauberern? Wo ist Saruman? Oder gibt es Saruman gar nicht mehr? Die erholen sich noch. Die haben gestern mit mir gesoffen, die erholen sich noch. Die kommen vielleicht noch später vorbei. Und wo ging die Fede ab? Auf dem Schicksalsberg oder? Ja, ja. Also schön am heißen Kamin und dann einen reingesüllt. Ja, richtig, richtig schön warm Met und dann richtig hinter die Binde gekippt. Alles klar, was kann dein Stab alles? Er ist eine unendliche Alkoholquelle. Oh, das ist krass. Das ist eine Marktidee, ne? Ja, hast du mal überlegt, damit zu Lidl zu gehen? Da lohnt es sich doch. Ja, aber ich sag mal, die Industrie, die verbietet mir das. Ach, weil die sehen, du machst dann, übernimmst den ganzen Laden. Ja, die sehen dann habe ich hier Monopolstellung, da wollen die nicht. Hast du eine Idee, wie du dagegen ankommst? Oder bis jetzt noch nicht, aber ich sauf mir noch einen rein, vielleicht kommt mir die da mal. Ja, bestimmt, Alter, Gönndalf. Sag mal, Gönndalf, bist du auch im Social-Media-Netzwerk unterwegs oder so? Weil das ist so, du hast eine Ausstrahlung. Ja, aber ich arbeite im Verdeckten eigentlich. Ah, im Verdeckten, okay. Ja. Und hier deine Kollegen, die bedienst du immer schön mit Alkohol, ne? Ja, man sieht es bei ihm nicht, aber er ist eigentlich der Herr der Biere. Ja, komm her, Herr der Biere, komm her. Der Herr der Biere. Alter, warte, kann ich einmal hochziehen? Oh, klar. Der Herr der Biere, die Saufgefährten. Alter, geil. Und dann, die Saufgefährten. Geil. Und wer ist er? Ist das Frodo oder was? Ich bin einfach dabei. Nee, Frodo ist er. Achso. Ich hab den Ring auch am Finger. Alter, crazy, ist wirklich der Ring. Digga, wenn er ihn umdreht, bist du weg, Gönndalf, ne?
Was ist das der gleiche Ring oder macht der irgendein Nee, das ist das Saufbier. Den anderen Ring habe ich zu Hause. Ah, das ist der Ring, der saftig ist. Ja, verstehe, ja. Alles klar. Alter, Gandalf, geil. Und wie ist dein mächtiger Frodo Name? Frodo der Blaue. Frodo der Blaue, cool. Und er ist einfach Tim oder was? Wer bist du? Ich bin einfach nur dabei. Ach, du gehörst gar nicht zu denen? Ja, doch, aber ich habe jetzt nicht so ein cooles T-Shirt oder so. Achso, aber wie ist dein Name? Weiß ich nicht. Ja, weiß nicht, wie heißt. Ich gebe dir einen Namen, warte. Oh, der Witz ist geil. Saufgaga, das ist Saufgaga, den müsst ihr noch erziehen. Der ist doch noch so ganz klein. Yeah, yeah, ganz klein ist er noch. Und den müsst ihr erziehen. Den forme ich noch. Dann machst du ihn auch so einen Stab. Erst gibt's ihm so eine kleine Hippo-Babydose mit Schimbier und dann wird geil. Alter. Der fängt erstmal mit denen hier an. Alles klar, Saufgaga. Gandalf. Frodo der Blaue. Macht's gut, Jungs. Und immer nicht vergessen, trinkt ihr darin. Genau, trinken. Super, Alter. Gandalf der Blaue, crazy. Aber wie kriegt man überhaupt so ein Creator-Abzeichen? Ich habe schon welche rumlaufen sehen mit solchen Dingen. Also ich habe jetzt in den dritten Jahren Folge angefragt. Ja. Ich habe immer eine Absage bekommen. Als ob. Das ist crazy, das ist schon ein persönlicher Angriff hier. Aber ich glaube, man muss wahrscheinlich was damit machen. Also ein Anime-Creator passt hier rein. Ja. Wenn ich jetzt hauptsächlich Star Wars RP mache, so, das ist immer so ein Ding, ist ja keine Star Wars-Messe. Ne? Ich laufe so mit dem Mikro rum und mache so ein bisschen meine Mickeys, aber das machen ja auch andere. Deswegen, die gucken wahrscheinlich immer, wer passt. Und dann muss ja auch das Management und so ein bisschen passen oder wo die sonst dazu gehen. Und Connections, das ist ja alles. Ja, ja. Das ist ja nun mal das Ding. Aber da wächst man rein. Also ich mache das jetzt schon so lange, das kann ich ja noch 10 weitere Jahre machen. Und wenn es dabei bleibt, wenn ich Mikro rumrenne, dann ist das so. Ja. Aber vielleicht morgen steht vielleicht, was weiß ich, hier vor der Tür, das weiß man ja nicht. Ne? Vielleicht ist Koralle 13 war das, ne? Ja. Vielleicht ist Koralle 13 in 10 Jahren Alter die neue Kelly Miss Vlog. Ja, du wer weiß. Das, das ist crazy. Wie alt bist du? Das wäre krass. 21. Ich bin 23, sind wir die gleiche Generation. Nice, da kennst du ja auch noch hier die ersten Minecraft-Let's Plays bestimmt, ne? Ja. Von Gronkh? Ja, das war crazy shit. Wenn man das mit heutzutage vergleicht, das ist natürlich ganz andere Welt. Ja. Aber auf jeden Fall. Alter, krass. Koralle, wie ist nochmal dein richtiger Name? Koralli. Ah, das sind Koralle. Ja. Ich dachte, da wird jetzt Job. Ich bin Leon, okay. Ja. Man sieht sich, vielleicht ist er wieder auf der Polaris, ne? Warte, ich sage mal, ich entblöße mir, das sage ich jetzt mal nicht. Lalexander Zock. Okay, ich guck mal rein. Alles klar, das hoffe ich auch. Ja. Okay, mach's gut. Ja. Und ich sage, ich bin zwar noch nicht ganz durch, aber ich bin bald am Ende. Macht gerade sehr viel Spaß. Und auch die Bosse am Ende. Bosse sind super. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist ein klasse Spiel. Alles, also ich merke, du hast deine Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht. Ich wusste gerade nicht, was es ist. Dann hab ich nur gehört, Mana. Und ich so, ey, der Junge, der muss es doch wissen. Wie ist dein Name? Mein Name ist Abdul. Moin. Abdul. Ey, Abdul ist ein Machername. Abdul, das muss ich vorausgeben. Moin. Abdul, ist das heute dein erster Tag auf der Polaris? Tatsächlich ja. Ich war gestern und vorgestern auch schon da. Was steht heute für dich noch so an? Für mich wird erstmal anstehen. Ich bin ja gerade noch mit anderen Leuten auch unterwegs, das Indie-Games nochmal geist abzuschenken. Ja. Und dann werde ich nochmal im Artist Alley mich nachschauen. Ja, das sieht auf jeden Fall alles mega aus. Will ich nicht aufhalten, Abdul. Wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal leben. Man sieht sich irgendwann zweimal, dreimal, vielleicht auch fünfmal, man weiß es nicht. Ich bin hier gerne zum Beispiel auch bei der Dokumi. Also, ne? Da sind wir vielleicht auch mal. Okay. Ja, eben. Können wir das hochladen? Machen. Können wir das so hochladen? Ja, ne? Jawohl. Perfekt. Ich frage mal lieber nach. Sonst kommen die bösen Briefe, man weiß ja, ne? Fair enough, alles ne? klar, Abdul, mach's gut. Jawohl, dankeschön, ciao. Okay, weiter. Abdul, Mann. Man muss halt immer wissen. Wenn man Fragen hat, dann ist Abdul dabei, ne? Okay, super. Moin, Dessen. Hallo, moin. Sehr gut, aber auch sehr geschafft jetzt. Ja, 3 Tage Polaris, wie war's? Anstrengend, aber die Polaris ist eine Herzensmesse von mir. Ich bin seit immer da und gehört für mich mit dazu. Ich hab's geliebt. Aber 3 Tage durchziehen, ein Ganzzeitprogramm, ist auch anstrengend. Ja, man muss die Leute auch immer unterhalten. Gibt es da ein Geheimrezept? Boah, viel schlafen ist gut. Ja. Kann ich selber nicht gut, aber ist zumindest mein Vorsatz. Und ich habe zumindest das Glück, dass wenn ich auf der Bühne bin, dann funktioniert es irgendwann irgendwie wieder, automatisch. Weil die Leute sind da, diese Leute sind hyped, das macht Spaß und das gibt ein bisschen Energie auf jeden Fall. Ja, ich finde auch dein Content, das Retro-Content ist ja sowieso mal geil. Ja. Und ich muss auch sagen, deine Zockerhöhle, die habe ich beim Beitrag von Kika gesehen. Ja. Das war wirklich sehr fantastisch, da ist ja wirklich alles. Das ist ja eine richtige Videothek. Kommen da auch so ein bisschen Kindheitsgefühle von so einer Videothek auf? 100%. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen so gedacht. Es soll so aussehen wie ein alter, ja bei uns war es damals so ein Karstadt, wo man einkaufen gegangen ist, man hat sich ein Spiel rausgesucht. Und man hatte ja noch kein YouTube oder so, wo man guckt, was will ich mir eigentlich kaufen, sondern man wurde nur inspiriert von dem Cover oder von der Rückseite des Spiels. Und das wollte ich so ein bisschen nachbauen. Und, ich würde sagen, das ist ganz gut gelungen. Ne? Dankeschön. Ja, hab ich auch den Eindruck. Hat geklappt, ja. Und freust du dich schon auf nächstes Jahr auf die Polaris? Ja, auf alle Fälle. Ich gehe mal einfach davon aus, ohne das jetzt zu wissen, dass wir wieder dabei sind mit
unserer Bühne, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Ja, ich wüsste auch nicht. Ich fand es immer geil und ich würde sagen, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Können wir noch ein Bild machen? Ja, logisch. Super, geil, dankeschön. Dankeschön, ja, gerne. Das war die Polaris 2024. Ich bin sehr gespannt auf die nächste, denn mir hat diese Polaris mal wieder so sehr gefallen, dass ich nächstes Jahr unbedingt wieder rauf möchte. Vielleicht komme ich dann auch mal dazu, die App zu nutzen, weil die habe ich jetzt seit 3 Jahren nicht einmal genutzt. War ja keine Zeit, ich war ja nur im Film. Und mal gucken, wo wir noch so dieses Jahr vielleicht hingehen oder auch nächstes Jahr. Auf jeden Fall habe ich sehr Bock irgendwie auf die Dokumi. Wenn ihr Bock habt, dass ihr auch mal die Dokumi besuchen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Mittag und einen schönen Morgen, wenn ihr das guckt. Oder vielleicht auch eine gute Nacht. Ne? Ich muss auf jeden Fall gleich wieder los zur Uni. Ich habe gleich meine erste Vorlesung und naja, ich bin sehr gespannt. Wünsche mir Glück.